Komm jetzt mal raus, oder ich hau dir die Tür ein. Gleich raus, lass uns gleich raus. Komm raus, dann. Ja, gleich, lass uns gleich raus, dann. Mach auf. Mach auf. Komm, darf ich denn nicht raus? Mach das Licht aus, Alter. Hör auf damit! Hier. So ein Scheiß. Besuch bei Frank. Frank ist der Präsident der Kneipenterroristen. Einer von mehreren Kieler Straßengangs. Mal wieder das Gewehr. Hey. Los, Frank, komm her. Ja, ohne das Ding so, oder was? Ohne das Ding. Ja. Was geht jetzt noch? Warte, ich hab erlebt. Frank hat öfter mal Besuch. Seine 15 Mann starke Truppe trifft sich regelmäßig, säuft gemeinsam und lässt sich gerne in Schlägereien verwickeln. Genau, leg den Hörer jetzt ab, was soll denn mit dir? Willst du, dass wir nochmal wieder kommen? Ja, komm. Alltagsgeschichten am Rande der Sinnlosigkeit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Veranstaltungsort der ganzjährigen Massenschlägereien ist zumeist die Straße. In dem nun folgenden Film von Karl Siebig ist es das Vorortpflaster von Kiel. Dort wird schon seit langem geknüppelt, was der Baseballschläger hergibt und was der gegnerische Schädel einstecken kann. Ein blutiger Krieg, der bei 1,5 Promille anfängt und nicht selten in der Notaufnahme endet. Vom einfachen Schlagstock bis zu Gaspistolen, Morgensternen, Äxten und Stichwaffen, im Waffenarsenal der Straßenkämpfer fehlt es an nichts, außer an Verstand. Die Ursachen dafür sind genauso verbreitet wie wirkungsvoll. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und das Fehlen einer intakten Familie. Verhältnisse, die man in der Gruppe kompensiert und am Gegner auslässt. Das Ziel ist immer das gleiche, einmal auf der Seite der Sieger zu stehen, wenigstens für eine Nacht. Die Schlacht um Kiel, eine Reise in den Alltag deutscher Provinz. Die Krise der Küste erfasst ihre Kinder. Kiel, die kühle Stadt im Norden, bricht auf. Im Grenzverlauf zwischen Bürokratie und Marine, Universität und Großwerft schlagen sie los. Die Jugendbanden der Nacht. Das Kieler Ostufer. Hier ist das Revier der Kneipenterroristen. Nicht. Ich war ein Spinngewebe davor. Ja. Nein, ich war ein feines Tier ist das. Oh, er heißt Fugbaum. Hey, Fugbaum. Ja, normal. Hey, Fugbaum. Eine Vogelspinne. Ich meine, ich habe sie jetzt so billig gekriegt und da ist noch nichts drin. Normal soll er noch mal richtig schön. Aber ich, normal wollte sie mehr loswerden. Aber wenn man sie hungern lässt, so 3 Wochen, und sie ist hungrig, dann wird's interessant. Ja, dann kann man aber richtig mal große Stöcke reinschmeißen. Weißt du, was sich bewegt so, ne? So. Dann wird sie auch schnell, ne? Also ich meine, die ist arschschnell. Geile Spinne. Aber ich meine, das ist ein interessantes Spiel. Man sieht das mal so. Und dann. Mein, bringt Spaß. So reinzugucken. Ich meine, ist viel langweilig. Aber so, wenn man das so sieht, schmeiß rein. Die läuft. Und krieg. Ist gut. Genauso wie wir. Wir warten auch. Und dann kriegen wir sie nachher auch. Also kann man sagen, wir sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, werden wir langsam. Aber so wie jetzt, hier sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell und heiß. Ja, so ist das. Heiß sind die Kneipenterroristen insbesondere auf ihre Erzrivalen, die Blue Brothers aus dem Kieler Vorort La Boe.
Sie vermuten die Blues, wie die gegnerische Gang kurz genannt wird, in der Bar dieses Schiffes. Bewaffnet mit Baseballschlägern, Messern und Gasrevolvern stürmen sie vor. Der Schuss ging daneben, denn der eigene Mann ist getroffen worden. Der Feuerstoß, der aus der Waffe kommt, kann erhebliche Verletzungen zufügen. Das CS-Gas dringt in Augen und Atemwege ein und setzt den Gegner für einige Zeit außer Gefecht. Das Innere des Schiffes wird voller Gas geschossen, um die Blues herauszutreiben. Doch die kommen nicht. Stattdessen torkeln nur unbeteiligte Schiffsgäste vom Dampfer. Von Gas umnebelt, ahnungslos und erschrocken. So sind auch die Kneipenterroristen am Ende uneins in der Beurteilung der Aktion. In dem Sinne haben wir sie niedergemacht. Das war der Überraschungseffekt. Wir haben gar nichts niedergemacht, das war Kinderkacke. Kannst du alles vergessen, echt jetzt? Du kannst das vergessen. Vorbereitet. Die Überraschung haben wir auf unserer Seite gehabt. Mit 5 Mann haben wir den Fall niedergemacht. Das war gar nicht. Das war gar nicht. In der Haus, Nikolaus. Das war gar nicht. 5 Leute. 5 Leute mit 5 den ganzen Falken. Und überhaupt. Ey, und überhaupt. Alben. Wie die wie kloppt, waren wir da umhergeschossen. Wer war da noch gar nicht? Hier ist er. Hör mal zu, hör mal. Überhaupt der Mut erstmal mit 5 Leuten da überhaupt hinzufahren. Das war der Abelkorb. Ja, das war der Abelkorb. Aber wie die Idioten. Das ganze Gehirn voller Apfelkorn haben wir da rumgeballert wie Idioten und selber abgeschossen und das war's, oder was? Nee, durch den Alkohol wird man aggressiver. Nee. Ja, natürlich, dadurch wird man aggressiver und man kriegt mehr Ruhe. Man hält auch mehr. Ja, aber ich will den einen Typ haben. Wenn du nüchtern wärst, würdest du vielleicht gar nicht aufs Boot raufgehen. Nö. Der Volk ist auf jeden Fall darauf und willst die Leute umhauen. Darauf haust du mit Baseball alles ja. Komm, ist doch wahr. Ja. Wenn du von hier losziehen würdest, was noch nichts interessiert. Ihr sabbelt nur Scheiße. Nein, es ist aber so, wenn du von hier losziehst, du hast nix Intus. Und du haust hier unterwegs, haust du dir 5-6 Bier rein. Meinetwegen, wenn wir jetzt mit dem Bus gefahren werden oder was, du haust dir 5-6 Bier rein. Dann hast du leicht einen Intus, dann verlierst du deine Angst. So, wenn du deine Angst verloren hast, dann gehst du da rauf, dann wirst du aggressiv. Bist du immer durchsucht. Bist du immer eine Angst. So nüchtern kann ich mich gar nicht richtig irgendwie so kloppen gegen andere oder so, weiß ich nicht. Also würde ich auf jeden Fall keinen Ärger haben. Ja, und wenn du voll bist, dann hast du ja. Zack, die ersten 2 Schläge, die nimmst du ein. Ja, und dann haust du drauf. Und das schreckt die anderen auch ab, weil du hast die Hemmung verloren. Ja, und dann, wenn das abgeht, dann ist man nachher so in Rage oder so. Ich meine, wenn du eine geknallt hast, dann spürst du gleich. Dann denkst du, du bist Superman oder was weiß ich jetzt so, würde ich das sagen, denn hast du überhaupt keine Angst mehr. Wenn du irgendwas abkriegst, ist dir scheißegal. Drehst du total ab im Kopf nachher. Dann nimmst du nicht ein, dann nimmst du gleich, versuchst du gleich so viel, wie du kriegen kannst, wegzubringen. Die beiden Wortführer der Kneipenterroristen Bernd und Frank kennen sich von Kindesbeinen an. Und das ist die Regel in Straßenklicken. Man ist zusammen aufgewachsen, zur Schule gegangen und bleibt untereinander. Ja, so einen guten Spiegel hast du noch nie gesehen, Mensch. Bei dir sind die ganzen Eigelbs kaputt. Bei mir bleiben sie in Rio. Der Alltag von Frank und Bernd läuft immer gleich ab. Spätes Aufstehen, Fernsehen, Langeweile. Ja, immer wieder sonntags kommt die Ernährung. Frank ist Sozialhilfeempfänger. Bernd bezieht Arbeitslosengeld. Die Gemeinschaft der Kneipenterroristen fängt vieles auf, was die Gesellschaft den Jugendlichen verweigert. Menschliche Nähe finden sie nicht auf dem Sozialamt. Sie suchen Freundschaft und Stärke in ihrer Gruppe. Und die definiert sich vor allem durch Abgrenzung zu anderen Cliquen, durch Rivalität und Feindschaft. Wesentlich ist immer, wie eine Gang für Auseinandersetzungen gerüstet ist, welche Waffen man bei sich führt. Neben den obligatorischen Baseballschlägern sind es vor allem Gaspistolen, die eingesetzt werden. Wollen wir nachher in der City oder was?